Warum ist das DRK Teil der Initiative Digital für alle? Das DRK als Teil einer starken Zivilgesellschaft ist natürlich Teil dieses Netzwerkes, weil wir ein massives Interesse daran haben, Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, auch im digitalen Raum aktiv, eigenständig und eigenverantwortlich zu handeln. Ergänzen Sie den Satz, digitale Teilhabe bedeutet für mich? Digitale Teilhabe bedeutet für mich Partizipation, die Befähigung von Bürgerinnen und Bürgern, eigenständig, eigenverantwortlich auch den digitalen Raum zu nutzen. Das ist für mich auch eine Frage des Menschenrechts. Dafür bedarf es Qualifikation, dafür bedarf es Schulung, dafür bedarf es den Austausch, die Vernetzung. Und gerade wir als zivilgesellschaftlich starker Akteur haben ein großes Interesse dran, ob Haupt- oder Ehrenamtliche, ob Freiwillige, ob Jugendliche, ob Schülerinnen oder Senioren dabei zu befähigen, in diesem digitalen Raum stark, autark, autonom und selbstbestimmt zu handeln. Mit dem Motto Digitalisierung entdecken, verstehen, gestalten stehen digitale Kompetenzen heute im Fokus. Welche Aktionen würden Sie dazu gerne selbst besuchen? Ich würde natürlich am liebsten alle DRK-Initiativen und DRK-Aktivitäten besuchen, dort schnuppern, mit Sicherheit auch das eine oder andere noch zusätzlich lernen. Aber bei einem bundesweiten Tag und bei einem bundesweiten digitalen Tag ist das leider nicht möglich. So versuche ich über den Livestream und das eine oder andere hier wirklich ajour zu bleiben und mir das anzuschauen, was an tollen, vielfältigen digitalen Angeboten, gerade auch das Deutsche Rote Kreuz, gerade auch die vielen Gliederungen im Deutschen Roten Kreuz heute hier anbieten und darbieten.